So, wir gehen aus dem. Oh. Da geht's noch in den Thronsaal. Immer M. Wo sind wir gerade? Am Händlerviertel. Hier hinten geht's ja noch aus. Okay. Ich wollte im letzten Part noch was sagen. Das habe ich dann doch noch mal vergessen. Nachdem wir mit Wellerath gesprochen haben. Wir haben. Da geht's auch noch weiter. Mit Valarat haben wir ja darüber gesprochen. Und bei der. Okay, auch abgeschlossen. Ihr erinnert euch noch bestimmt noch ganz am Anfang des Spiels mit dem der Zwischensequenz. Warte. Zweifellos Adas Idee. Okay. Das scheint zufriedenstellend zu sein. Können wir mit einer Elitewache reden? Temerien wird siegreich sein. Gere. Fürchtet ihr nicht den Zorn des Königs, Devet? Wie kommt ihr darauf, Hexer? Voltest sah ziemlich wütend aus. Er sagte etwas von Blutvergießen. Er meinte eindeutig das Blut von Verrätern und Anderlingen. Vielleicht entlässt er jetzt endlich diesen Versager Velerath. Lebt wohl. Okay. Wo geht's weiter? Zumindest was ich sagen wollte. Am Anfang. Das war wahrscheinlich unser erster Kampf gegen die Tochter von ihm. Und da werden wir uns wahrscheinlich nochmal stellen müssen. Weil jetzt, wenn man sich daran mal zurückerinnert, mit dem Haus und dem Ganzen. Ja. Ne? Also mit den ganzen Häusern und so. Sah das schon alles ziemlich ähnlich aus, auch vom Aufbau zumindest. Und ich weiß nicht, aber wir haben ja einen erstochen. Das ist ja der. Oder wir denn? Nee, es war quasi einer im Kerker. War das Velarat? Oder war das jemand anderes? Ja. Es könnte sein, dass das Velarat war, der damalige Verräter. Ich weiß es nicht mehr. Aber zumindest sah das fast so aus. Naja, zumindest wir reden doch mal mit Triss. Geralt? Was denkt ihr über die Sache mit Ada? Sie ist eine Strege, Geralt. Wir wissen beide, dass sich Flüche nicht selbst wirken. Irgendwelche Theorien? Als ihr vor Jahren den Fluch zum ersten Mal gebrochen habt, habt ihr der Prinzessin befohlen, eine Halskette mit Einschluss zu tragen. Wacholder, Ginster und Haselnusszweige sollten in ihren Gemächern verbrannt werden. Lasst mich raten. Irgendjemand hat die Halskette vertauscht und etwas Falsches verbrannt. Ja, jemand, der ihr nahe stand und das Geheimnis kannte. Velarath weiß vielleicht etwas. Denkt ihr, ich sollte dem König helfen? Auf jeden Fall. In gewisser Weise bin ich eine politische Gefangene. Ich könnte wegteleportieren, doch das wäre höchst unangemessen. Und ich muss mich hier noch um einige Angelegenheiten kümmern. Was könnten das für Angelegenheiten sein? Ich würde nicht im Traum daran denken, euch damit zu langweilen. Ich weiß, ihr seid damit beschäftigt, Anderlinge zu töten. So ist das nicht. Verzeiht mir. Ich meinte, einen Aufstand niederzuschlagen. Nennt man das so? Oder Terroristen zu eliminieren? Ich sehe da keinen Unterschied. Ich muss gehen. Ich aber noch nicht. Geh. Was, meint ihr, ist mit Alwin passiert? Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass er das Demeritum überwinden kann. Viele Zauberer würden sich daran die Zähne ausbeißen. Er ist eindeutig mächtig genug, um sich überall hin zu teleportieren. Vielleicht sogar durch die Zeit. Okay. Ich muss gehen. Wer weiß, wo wir Alwin treffen. Wer ist das denn? Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt, Herr. Geht nach oben in sein Gemach. Ich gehe sofort zu ihm. Oh, ich gehe ja schon. König gar nicht. Oh, 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 oh. Komm da rein. Eine kleine Elitewache. Wir gehen einfach mal weiter. Pomp. Hier geht's nicht weiter. Gut, dann gehen wir
mal zu. Gut, hier unten ist wenig Licht, damit wir was sehen. Wir gehen jetzt in die offene Tür. Ah ja, das hat sowas hat natürlich ein König im Schrank, ein Feuerstein und eine Fackel. Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch haben wir ein Tafelwasser. Ja, was anderes kennt. Weißt du was? Wir schmeißen einfach nochmal was weg. Kann sein, dass der Katzen mag. Ja. So. Ja, bisschen ne, eingerichtet, aber sonst. Hexer? Euer Hoheit. Schenken wir uns die Titel. Sprecht frei heraus. Ihr hattet Zeit, nachzudenken. Also, was meint ihr? Kann der Fluch von meiner Tochter genommen werden? Es ist möglich. Könnte der Fluch von allein zurückgekehrt sein? Unwahrscheinlich. Jemand muss ihn erneut gewirkt haben. Solltet ihr Erfolg haben, hätte Ada dann den Verstand eines Kindes? Das halte ich für unwahrscheinlich. Vermutlich wird sie sich an alles vor ihrer Verwandlung erinnern. Ihr haltet es für unwahrscheinlich. Das macht es nicht einfacher. Geralt tut alles Menschenmögliche, um den Fluch von ihr zu nehmen. Gelingt euch das nicht, dürft ihr sie töten, ohne meine Rache fürchten zu müssen. Als ich euch das letzte Mal vertraute, habt ihr mich nicht enttäuscht. Habt Dank, euer Hoheit. Dankt mir noch nicht. Wenn ihr erfahrt, wer den Fluch gewirkt hat, sagt es mir und keinem anderen. Solltet ihr erfolgreich sein, gewähre ich euch jeden Wunsch. Im vernünftigen Rahmen natürlich. Falls ihr sie töten müsst, tut es schnell und sauber. Wenn ihr aber scheitert und meine Tochter leidet, werden auch alle leiden, die euch nahestehen. Ich verstehe, euer Hoheit. Gut. Euer Hoheit, noch eine weitere Krankheit wütet in eurem Reich. Und die wäre Hexer? Ich habe eine Organisation untersucht, die als Salamandra bekannt ist. Meine Tochter ließ sich mit ihnen ein, das dumme Ding. Ich bereue, dass ich je fortging. Velerath sagte, ihr hättet ihre Reihen stark dezimiert. Das ist löblich. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr die Sache zu Ende bringt. Genau das habe ich vor. Eins noch, Hexer. Vergebt mir, aber ich ließ euch beschatten. Ich erhielt einen Bericht über euer Privatleben. Euer Hoheit. Ihr müsst wissen, dass ich das keineswegs aus lüsterner Neugier getan habe. Meine Spione berichten, dass ihr Merigold den Hof macht. Ich muss wissen, ob mehr dahinter steckt. Ja, das Erste. Triss und ich stehen uns nahe. Aber das geht nur uns etwas an. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden, Hexer. Auch ich liebte Adas Mutter. Man verbot mir, sie zu heiraten. Ich hoffe, euch ergeht es besser. Wenigstens müsst ihr euch als Mutant keine Sorgen wegen einer Schwangerschaft machen. Wenn ihr nach Visima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Velerath, wenn ihr noch etwas braucht. Das werde ich tun. Lebt wohl, euer Hoheit. Da wäre noch etwas, Hexer. Ja, euer Hoheit? Es ist, nun ja, vertraulich. Und deshalb müsst ihr schwören, dass diese Worte niemals nach außen dringen werden. Ich werde sie mit ins Grab nehmen. Meine Spione haben mir erzählt, dass ihr Poker spielt. Und, es ist schwierig, bei Hofe würdige Gegner zu finden. Sie fürchten, ich würde sie köpfen lassen, wenn ich verliere. Wollt ihr spielen? Oh, das ist teuer. 400 gehen wir nicht mehr. Wer geht, wer macht immer nur einen kleinen Betrag. Weil wir wissen halt nicht, wie viel wir dafür machen. Okay, 223. Nee, 22243. Die Einsätze, so hier könnte man richtig, richtig Kohle machen. Wenn man aber auch richtig, richtig, richtig verlieren. Ja, wenn er zu 5 würfelt, der ist die Okay.
Nächste Runde würfeln. 1, 3, 3, 1, 6. Nee, 1, 2, 6. Ja, noch eine 3, eine 2 und eine 4, sagen wir mal. Ja, er hat gewonnen. Das hat er. So, da würfeln wir jetzt noch einmal. Mal sehen, was jetzt kommt. 1, 1, 3, 2. Wir bräuchten eine 4 und eine 5. Dann würde das gehen. Aber wir haben nichts Gutes. Also, das würde auch, das würde viel zu viel. Nee, lass mal das. So. Würfel jetzt 2 Einsen, bitte. Der darf jetzt keine 4 würfeln. Gut. Ich will euch nicht länger aufhalten. Redet mit meinem Kämmerer über die Rückkehr nach Vizima. Ich will euch nicht länger aufhalten. Redet mit meinem Kämmerer über die Rückkehr nach Vizima. Ich will euch nicht länger aufhalten. Ich will nochmal spielen. Redet mit meinem Kämmerer über die Rückkehr nach Vizima. Und war das nicht verboten? Ich will euch nicht länger aufhalten. Redet mit meinem Kämmerer über die Rückkehr nach Vizima. Ja. Gut. Kamera. Ich will nochmal mit Velarat sprechen. Also, wie gesagt, der Wett ist mir immer noch sehr, sehr misstrauisch. Also dem vertraue ich kein bisschen. Gerard. Ja, okay. Lebt wohl. Gut. Unser kleiner, ja, leicht auf männliche Geschöpfe stehender Kamera. Ja. Okay, geht leider nicht. Wir machen erstmal noch den einen Talent hier auf. Den hier. Ja, so schläft man in einem Schloss. Auf kalten Fliesen! Hinter den Ärschen von den Stadtwachen. So, dann geht's jetzt zurück nach Vizima und ich vermute, dass sich Vizima stark geändert hat. Ich habe auch so ein bisschen Angst. Ja? Ich möchte nach Vizima zurückkehren. Seid ihr bereit, Herr? Bin ich. Und nach Vizima. Und es brennt alles. Der Bürgerkrieg ist im vollen Gange. Wir werden hinter den Stadtmauern rausgelassen. So. Nein, hier weg. Oh ne, jetzt habe ich dich rausgetappt. Bitte nicht abgestürzt sein. Bitte. Okay, gut. Erstmal ganz schnell. Ah, aber gar nicht gespeichert. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nochmal gespeichert. Ist mir auch egal. Junger Zwerg und so weiter. Ja, kommen wir runter. Hier ist die Schmiede, Loch in der Mauer und Turm des Metzgers. Vor zum Deich. Job! Das ist die Hauptquest. Ah, da sind wir den Sümpfen.
Alles klar, das interessiert uns jetzt bis jetzt auch erstmal noch eher weniger. Okay. Okay, dann müssen wir einfach hier raus. Okay, dann machen wir erstmal ganz schnell das. Bevor wir hier was machen, wir gehen einfach so. Seid gegrüßt, Hexer. Ich wusste, wir würden uns früher oder später wiedersehen. Seid gegrüßt, Ryla. Habt ihr eure Einheit wieder? Ja, als Belohnung für diese Elfenschlampe. Ich sagte doch, ich würde sie zur Strecke bringen. Toruvil. Genau die, Jevons Hure. Ich überließ sie den Jungs, dann haben wir sie aufgehängt. Ich hab noch nie jemanden so erbittert kämpfen sehen. Zeit für Entscheidung. Ein Wendepunkt. Sollte ich den Anderlingen beistehen oder sie bekämpfen? Ich wählte den Kampf. Schluss mit der Neutralität. Das Scharmützel in Trübwasser war der erste von mehreren Siegen des Ordens. Der Aufstand geht dem Ende zu. Ich hoffe nur, der Preis für den Sieg ist nicht so hoch. Es heißt, Jevon sei durchgedreht. In den Reihen der Elfen herrscht das Chaos. Das sehe ich. Sie greifen ohne Sinn und Verstand an. Versucht, Schritt zu halten. Wir gehen zum Feldlazarett im Zentrum von Alt-Vysima. Ich habe schon 20 Skoyatel getötet. Ich wette, da könnt ihr nicht mithalten. Gibt es einen Grund für diesen Ausflug? Vom Töten mal abgesehen. Siegfried wartet mit wichtigen Befehlen für mich. Bereit? Gut, dass wir dann an allen vorbeigelaufen sind, okay. Das laggt hier. Ich verabscheue euch, Stolz. Einfach in die Überreste schauen. Oh Gott, hier sind ja noch mehr. Nein! Das wollte ich. Ihr werdet sterben, Mensch! So. Ich schlitze euch auf, haariger Affe! Seid ihr mit den Anderlingen oder mit dem Orden verbündet? Und betrügt nicht! Ach, egal, Verwundete zählen nicht, nur Tote! Das war die Überreste hier so. Ja, Herr Schildertrat, da sind ja alle weg, weil Absturz und so, ne? Scheiß auf friedliche Koexistenz. Ich finde das falsch, was hier gemacht wird. Ich finde das falsch. Ich kann das nicht alles gut heißen. Speichern. So. Kommt her! Sterb, Gauner! Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Wird das jetzt sogar eine Normalität sogar noch ausarten? Oh ja. Oh, da könnt ihr jetzt sogar rein. Okay. Ihr könnt nicht mehr Langohren getötet haben als ich. Qualität ist wichtiger als Quantität. Ausflüchte, nichts als Ausflüchte. Warum seht ihr mich so an? Ich habe gerade über eine bestimmte Legende nachgedacht. Habt ihr je von Rabes Rüstung gehört? Hm.
Wo finde ich einen Schmied, der so eine Hexerrüstung herstellen kann? Der Waffenschmied des Ordens in Altvisima ist ein Meister seines Fachs. Er hat irgendwo in Altvisima ein Geschäft. In Ordnung. Ich gehe zu ihm. Shani ist ein Engel. Ich schwöre beim ewigen Feuer, ihre Hände vollbringen Wunder. Zweifellos. Seid ihr schwer verletzt? Nur ein Kratzer. Shani meinte, dass ich im Handumdrehen wieder auf den Beinen bin. Sieht aus, als würde eure Wunde von einem riesigen Hackebeil stammen. Von einem mordlüsternen Zwerg geschwungen. Er hat 3 Brüder aufgeschlitzt, aber ich habe ihn erwischt. Siegfried, jedes Kind weiß, dass man Zwerge im Blutrausch meiden sollte. Ihr hattet Glück. Willkommen. Ihr habt ein Krankenhaus eingerichtet. Gut bemerkt. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe alle Hände voll zu tun. Außerdem bin ich eures Vertrauens offenbar nicht würdig. Wovon redet ihr? Von Alvin. Ihr habt sehr deutlich gemacht, wer das Vertrauen eines Hexers verdient und wer nicht. Mit wem ihr von Zeit zu Zeit ins Bett steigt und wem ihr ein Kind anvertraut. Aber... Genug. Die Verwundeten brauchen meine Hilfe. Meister, seid ihr ein Hexer? Bin ich. Was gibt's? Meister Geralt. Die Bestie ermordet die Leute. Was ist passiert? Die Striege tauchte beim Turm auf. Ich wurde geschickt, einen Hexer zu holen. 5 Soldaten mussten schon ihr Leben lassen. Helft uns. Welcher Turm ist es? Der höchste in diesem Viertel. Der, den die Skoyatel in Brand gesteckt haben. Okay. Krankenschwester, gehen wir erstmal wieder raus. So, speichern erstmal, weil nach dem ganzen Gespräch muss man einfach mal immer ein bisschen ausspeichern. Da sieht Bendy noch nicht nach Speichern aus. Bleibt stehen, wo ihr seid. Keinen Schritt weiter, verstanden? So. Nehmen wir hier das. So. Überreste nehmen. Na komm, helfen wir ihnen mal. Oh Gott. Ihr werdet sterben, Mensch! Ich verabscheue euch, Deutsch. Ja. So beendet man aber auch keinen Krieg. Vor allem nicht, wenn man darum. Ich bin ja, glaube ich, ständig angegriffen. So, damit kriege ich den Zwerg besser um die Ecke. Ich muss. Keinen Schritt weiter. Warum warten und hier verrotten? Ich verabscheue die Teune! Mama, willst du mich eigentlich. Ist alles abgeriegelt. Ich will nur schnell zum Ausgang. La 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 la. Alter Zwerg. La 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 la. Tor zum Deich. Okay.
Oh, ich würde jetzt? Euch die Eier abschneiden, wenn ihr welche hättet. Okay, dann zeigt mal. Dann guck mal jetzt mal bei dir nach. Ah, ich hab größere. Oh ja. So, nehmen wir erstmal die Überreste mit. Also mehr als 20. Oh. Viel zu viele. Okay, der nervt mich. Verteidigt euch, Männer. Gut, dann nehmen wir jetzt mal einmal die 6. Mal, kannst du mal lassen? So. Keinen Schritt weiter. Wenn mal sehen, ob es irgendwann mal ein Ende gibt. Ne, die kommt immer wieder. Okay. So. Jetzt ist die Frage, wohin müssen wir? Plünderer. Dahin können wir nicht. Ich hätte nichts gegen ein Bier. Verschwendet. Gut. Nee, wir müssen hier raus, warte. Den Turm. Den nächsten Turm, den man angezündet hat. Hier sind doch Überreste. Seht ihr das? Bleibt stehen, wo ihr seid. Wie kommt man denn da hin? Da ist doch eine Gasse, die wir noch gehen können. Geralt! Oh! Gut. Die drei Toten. Ich hab Angst. War erstmal. Natürlich. Spiel gespeichert. Und bevor wir weitermachen, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.